In diesem Video zeigen wir euch den Ort Bad Neuenahr, circa einen Monat nach dem verheerenden Hochwasser im Ahrtal. Während hier am Ortsrand bzw. an der höher gelegenen Bundesstraße noch alles soweit in Ordnung aussieht, wird sich die Situation gleich ändern, wenn wir in den Ort hineinfahren. Wir haben ein wenig das Gefühl, dass die Ahr bzw. das Ahrtal mit den zerstörten Ortschaften in Vergessenheit geraten ist, zumindest in der deutschen Presse, denn dort sind andere Nachrichten ein wenig wichtiger. So macht es zumindest den Anschein. Daher zeigen wir euch mal, wie es hier wirklich aussieht, und das seht ihr gleich, wenn wir dann in den Ort einfahren, an die Gegend, direkt an die Ahr, und dort ist wirklich sehr, sehr viel bzw. fast alles zerstört. Wenn ihr gleich die Bilder sehen werdet und euch entscheidet, ein wenig mitzuhelfen, weil hier sind freiwillige Helfer nach wie vor gefragt, sehr gefragt, dann haben wir da zwei interessante Links für euch in der Videobeschreibung. Und zwar einmal, wie ihr euch, wenn ihr körperlich fit seid, bei den Winzern melden könnt, und einmal die Organisation des Helfer-Shuttles. Beide Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung unter diesem Video. So, nun ist es nicht mehr weit, bis wir dann an der Ahr sind, also auch im Zentrum von Bad Neuenahr. Ihr seht hier gleich geradeaus schon das THW stehen in dem Zentrum des Ortes, und die Zerstörung der Ahr, sie wird hier noch nicht wirklich deutlich. Man sieht jetzt mal noch jede Menge Zelte, weil nach wie vor sehr, sehr viele Helfer und Unterstützer hier unterwegs sind. Die Straßen selber sind natürlich auch noch sehr dreckig. Ihr seht, hier stand auch genug Wasser, hier war genug Dreck. Und ja, wie es dann genau an der Ahr gleich aussieht, ja, das möchten wir eigentlich gar nicht weiter beschreiben. Es ist die zerstörerische Kraft des Wassers, die dort gewütet hat. Hier fängt es also langsam ein wenig an, dass noch sehr viel Schutt auf der Straße liegt. Es ist sicherlich auch ein Riesenproblem, wie man das alles entsorgen möchte. Und ja, ein paar hundert Meter weiter von hier ist auch dann die Ahr. Wir fahren dort gleich rechts direkt an der Ahr entlang. Und ja, die Straße ist da auch nicht wirklich mehr da. Es ist eher eine Schotterpiste. Und ja, damit seht ihr einmal, wie es hier im Ort, im Ortsinneren wirklich aussieht. Und ja, es ist unglaublich, wie hoch dieser doch jetzt relativ niedrige Bach, oder dieser Bach, der jetzt relativ wenig Wasser führt, wie gesagt, es ist ein Monat nach dem verheerenden Hochwasser, wie hoch das Wasser hier gestiegen ist und was es alles mit sich gerissen hat.
Hm.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.